eine Schlüsselszene vergessen, Elfmeter gehalten. Es war alles angerichtet für zweites Malaga, für ein Wunder. Wir haben alles dafür getan und haben einfach nur ein Tor zu wenig geschossen. Ansonsten, man kann es wirklich keinen Vorwurf machen, wir haben alles rausgehauen, haben alles versucht. Das wurde auch von den Fans nachher honoriert. Das war eine Wahnsinnssituation nach dem Spiel. Total niedergeschlagen, aber trotzdem gefeiert worden. Ja, also wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich realisieren, dass wir hier eine richtig gute Leistung abgeliefert haben. Aber im Moment ist das Fazit, wir sind raus. Und das ist natürlich dann erstmal die Enttäuschung, die überwiegt. Total, total. Das war, ja, das sind so Geschichten, die so ein Spiel einfach schreibt. Und das, überleg mal, er macht den rein. Wir müssen 5 Tore schießen. Schwer. Schwer, auch wenn die heute möglich gewesen wären, aber trotzdem, das ist von der Ausgangssituation einfach ganz anders. Und dass Roman uns da im Spiel hält, direkt nach dem Elfmeter Tinnitus gekriegt von der Südtribüne, das ist, ja, das war eine absolute Initialzündung. Ja, klar, also vorher haben wir gesagt, wir versuchen alles, wir versuchen dieses Spiel zu gewinnen und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir vermissen zu sagen, wir gewinnen hier 3-0 oder 5-1, aber... ja, das sind eben diese Geschichten. Wir halten den Elfmeter, Roman hält den Elfmeter, wir machen das 1-0, kommt so ein bisschen was, machen das 2-0, kommt viel mehr, bei Real genau andersrum. In dem Moment wussten wir, hier geht richtig was, aber ja, leider hat es nicht gereicht. So nur durch den Kopf gehen. Natürlich ist das bitter, dass so eine Torschance da nicht reingeht, aber darf man nicht vergessen, jede Torschance, die wir haben, so eine große Torschance, ist auch wieder ein Stich für Real und nochmal ein Push für uns, auch wenn er nicht reingeht. Trotzdem, wir waren wieder vor dem Tor, wir haben die Chance, die Möglichkeit, die kommt wieder. Einmal hätten wir sie noch nutzen müssen, aber keiner macht hier irgendjemandem einen Vorwurf. Ja, das weiß ich, glaube ich, jetzt schon. Das ist, war ein unfassbar super Spiel. Also, jeder, der uns entgegengekommen ist, der auf der Tribüne saß, Neven zum Beispiel, der in die Kabine kam, sagt, er ist stolz, einfach ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Da merkt man ja, was hier wirklich gelaufen ist. Das kommt in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mehr durch, aber wir wissen jetzt schon, dass das eine große Leistung war.